Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden zählen, unterrichten, testen, studieren, schaffen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale, roman vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz zählen, sayı saymak anlamına geliyor. Auf jemanden zählen şeklinde kullandığımızda birine güvenmek manasına geliyor. Präsens, ich zähle, ben sayıyorum. Ich zähle, ich zähle. Präteritum, ich zählte, ben sayıyordum, saydım. Ich zählte, ich zählte. Perfekt, ich habe gezählt. Ben saydım. Ich habe gezählt. Ich habe gezählt. Tekrar edelim. Ich zähle. Ich zähle. Ich zählte. Ich zählte. Ich habe gezählt. Ich habe gezählt. Futur 1, ich werde zählen. Ben sayacağım. Ich werde zählen. Ich werde zählen. Futur 2, ich werde gezählt haben. Ben saymış olacağım. Ich werde gezählt haben. Ich werde gezählt haben. Plusquamperfekt, ich hatte gezählt. Ben saymıştım. Ich hatte gezählt. Ich hatte gezählt. Tekrar edelim. Ich werde zählen. Ich werde zählen. Ich werde gezählt haben. Ich werde gezählt haben. Ich hatte gezählt. Ich hatte gezählt. Örnek cümlemize geçelim. Das Kind konnte schon im Alter von 5 Jahren zählen und rechnen. Çocuk daha 5 yaşındayken sayı saymayı ve hesap yapmayı biliyordu. Tekrar edelim. Das Kind konnte schon im Alter von 5 Jahren zählen und rechnen. Das Kind konnte schon im Alter von 5 Jahren zählen und rechnen. Başka bir örnek cümlemiz. Dieser Brief muss morgen bei der Behörde sein. Kannst du ihn bitte bei der Post abgeben? Ich zähle auf dich.
Bu mektup yarın yetkililerde olması gerekiyor. Postaneye sen bırakabilir misin lütfen? Sana güveniyorum. Tekrar edelim. Dieser Brief muss morgen bei der Behörde sein. Kannst du ihn bitte bei der Post abgeben? Ich zähle auf dich. Dieser Brief muss morgen bei der Behörde sein. Kannst du ihn bitte bei der Post abgeben? Ich zähle auf dich. Diğer bir fiilimiz unterrichten. Ders vermek yani eğitim vermek, birisini bilgilendirmek, haber vermek anlamına geliyor. Präsenz, ich unterrichte. Ben ders veriyorum. Ich unterrichte. Ich unterrichte. Präteritum, ich unterrichtete. Ben ders veriyordum, ders verdim. Ich unterrichtete. Ich unterrichtete. Perfekt. Ich habe unterrichtet. Ben ders verdim. Ich habe unterrichtet. Ich habe unterrichtet. Tekrar edelim. Ich unterrichte. Ich unterrichte. Ich unterrichtete. Ich unterrichtete. Ich habe unterrichtet. Ich habe unterrichtet. Futur bir, ich werde unterrichten. Ben ders vereceğim. Ich werde unterrichten. Ich werde unterrichten. Futur iki, ich werde unterrichtet haben. Ben ders vermiş olacağım. Ich werde unterrichtet haben. Ich werde unterrichtet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte unterrichtet. Ben ders vermiştim. Ich hatte unterrichtet. Ich hatte unterrichtet. Tekrar edelim. Ich werde unterrichten. Ich werde unterrichten. Ich werde unterrichtet haben. Ich werde unterrichtet haben. Ich hatte unterrichtet. Ich hatte unterrichtet. Örnek cümlemize geçelim. Die Lehrerin unterrichtet ihre Schüler schon seit Jahren sehr erfolgreich. Öğretmen öğrencilerine yıllardır başarılı bir şekilde eğitim veriyor. Tekrar edelim. Die Lehrerin unterrichtet ihre Schüler schon seit Jahren sehr erfolgreich. Die Lehrerin unterrichtet ihre Schüler schon seit Jahren sehr erfolgreich. Farklı bir örnek cümlemiz. Ich bin nicht berechtigt, Sie über diese Angelegenheit zu unterrichten. Bu konuda sizi bilgilendirmeye yetkili değilim. Tekrar edelim. Ich bin nicht berechtigt, Sie über diese Angelegenheit zu unterrichten. Ich bin nicht berechtigt, Sie über diese Angelegenheit zu unterrichten. Diğer fiilimiz testen. Test etmek, denemek anlamına geliyor. Präsenz, ich teste. Ben deniyorum. Ich teste. Ich teste.
Präteritum, ich testete. Ben deniyordum, denedim. Ich testete. Ich testete. Perfekt, ich habe getestet. Ben denedim. Ich habe getestet. Ich habe getestet. Tekrar edelim. Ich teste. Ich teste. Ich testete. Ich testete. Ich habe getestet. Ich habe getestet. Futur bir, ich werde testen. Ben deneyeceğim. Ich werde testen. Ich werde testen. Futur iki, ich werde getestet haben. Ben denemiş olacağım. Ich werde getestet haben. Ich werde getestet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte getestet. Ben denemiştim. Ich hatte getestet. Ich hatte getestet. Tekrar edelim. Ich werde testen. Ich werde testen. Ich werde getestet haben. Ich werde getestet haben. Ich hatte getestet. Ich hatte getestet. Örnek cümlemize geçelim. Kannst du bitte testen, ob die Batterien noch funktionieren? Pillerin çalışıp çalışmadığını test edebilir misin lütfen? Tekrar edelim. Kannst du bitte testen, ob die Batterien noch funktionieren? Kannst du bitte testen, ob die Batterien noch funktionieren? Diğer fiilimiz studieren. Üniversite okumak, yüksek öğrenim görmek anlamına geliyor. Präsens, ich studiere. Ben üniversite okuyorum. Ich studiere. Ich studiere. Präteritum, ich studierte. Ben üniversite okuyordum, okudum. Ich studierte. Ich studierte. Perfekt. Ich habe studiert. Ben üniversite okudum. Ich habe studiert. Ich habe studiert. Tekrar edelim. Ich studiere. Ich studiere. Ich studierte. Ich studierte. Ich habe studiert. Ich habe studiert. Futur bir, ich werde studieren. Ben üniversite okuyacağım. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Futur iki, ich werde studiert haben. Ben üniversite okumuş olacağım. Ich werde studiert haben. Ich werde studiert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte studiert. Ben üniversite okumuştum. Ich hatte studiert. Ich hatte studiert. Tekrar edelim. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Ich werde studiert haben. Ich werde studiert haben. Ich hatte studiert. Ich hatte studiert.
Örnek cümlemize geçelim. Ich habe Biologie und Naturwissenschaften studiert. Üniversitede biyoloji ve doğa bilimleri okudum. Tekrar edelim. Ich habe Biologie und Naturwissenschaften studiert. Ich habe Biologie und Naturwissenschaften studiert. Diğer fiilimiz schaffen. Başarmak, bir şeyin hakkından gelmek, bir şeyi becermek, yaratmak. Ayrıca Güney Almanya, İsviçre ve Avusturya'da çalışmak anlamında da kullanılıyor bu fiil. Präsent, ich schaffe. Ben başarıyorum. Ich schaffe. Ich schaffe. Präteritum, ich schaffte. Ben başarıyordum, başardım. Ich schaffte. Ich schaffte. Perfekt, ich habe geschafft. Ben başardım. Ich habe geschafft. Ich habe geschafft. Tekrar edelim. Ich schaffe. Ich schaffe, ich schaffte, ich schaffte. Ich habe geschafft, ich habe geschafft. Futur bir, ich werde schaffen. Ben başaracağım. Ich werde schaffen. Ich werde schaffen. Futur 2. Ich werde geschafft haben. Ben başarmış olacağım. Ich werde geschafft haben. Ich werde geschafft haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschafft. Ben başarmıştım. Ich hatte geschafft. Ich hatte geschafft. Tekrar edelim. Ich werde schaffen. Ich werde schaffen. Ich werde geschafft haben. Ich werde geschafft haben. Ich hatte geschafft. Ich hatte geschafft. Örnek cümlemize geçelim. Mach dir keine Gedanken. Das schaffst du doch mit links. Endişelenme, bunu kolayca başarırsın anlamına geliyor. Burada bir deyim söz konusu. Das schaffst du doch mit links. Yani bunu sol elinle hiç uğraşmadan, hiç çok çaba sarf etmeden başarabilirsin anlamına geliyor. Tekrar edelim. Mach dir keine Gedanken, das schaffst du doch mit links. Mach dir keine Gedanken, das schaffst du doch mit links. Farklı bir örnek daha verelim. Frohes Schaffen. Bugün deyimlerden gidiyoruz. Frohes Schaffen kolay gelsin anlamına geliyor. Burada Schaffen fiilimizi çalışmak manasında, yani çalışma manasında özne olarak görüyoruz. Frohes Schaffen kolay gelsin. Tekrar edelim. Frohes Schaffen. Bu dersimizde zählen, unterrichten, testen, studieren, schaffen fiillerini öğrendik. Bir sonraki Deutsche Verben bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.